Fred Suttner, geboren 2. Oktober 1976 in Düsseldorf, wohnhaft in Kretschtal, verheiratet, aber getrennt lebend, Gärtner seit dem 8. Februar 2009 in Untersuchungshaft in der JVA Siegen. Anfang des Jahres 2009 verlor der Angeklagte aufgrund riskanter Aktienoptionsgeschäfte einen Großteil seiner angelegten Ersparnisse und geriet mit seinem Gärtnereibetrieb in finanzielle Schwierigkeiten. Die Schuld dafür gab der Angeklagte seinem besten Freund aus Kindertagen, dem selbstständigen Finanzberater Achim Weishaupt, der ihn seiner Ansicht nach falsch beraten hatte. Am Nachmittag des 7.2.2009 hatten sich die beiden Freunde deshalb für 15.30 Uhr zu einer Aussprache auf einer Brücke in Kretschtal verabredet. Dort kam es zu einem heftigen Streit. In dessen Verlauf versetzte der Angeklagte dem auf dem Brückengeländer sitzenden Achim Weishaupt einen heftigen Stoß, wobei er dessen Tod billigend in Kauf nahm. Achim Weishaupt prallte infolgedessen mit dem Hinterkopf gegen eine eiserne Querverstrebung, verlor das Gleichgewicht und stürzte rücklinks 8 Meter in die Tiefe. Er litt einen Genickbruch und war sofort tot. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß § 212 StGB. Herr Suttner, nachdem Sie nun die Anklage gehört haben, wollen Sie sich dazu äußern? Da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ich Achim nicht getötet habe. Mhm. Soweit wäre ich doch nie gegangen. Außerdem kannte ich Achim doch quasi schon aus der Sandkiste. Jetzt reden wir mal nicht über die Sandkiste, sondern über die Finanzgeschäfte. Hm? Worum ging es denn dabei? Ich bin ja kein Experte in sowas, aber Achim war selbstständiger Finanzberater. Ich und Ingo, das ist auch einer aus unserer Clique, wir hatten mit Achim Geld zusammengeworfen, um es gewinnbringend anzulegen. Und Achim wollte halt sogenannte Optionsgeschäfte kaufen. Mhm. Wir gaben ihm eine Vollmacht, damit er das Geld verwalten kann. Und um wie viel Geld ging es dabei? Also Achim investierte 30.000, Ingo 20.000 und ich 50.000 Euro. Insgesamt hatten wir also 100.000 Euro in einen Topf geworfen. Wir hatten gehofft, damit den großen Clou zu landen. Aber leider entwickelten sich diese Wertpapiere anders als erwartet. Und so blieben von den 100.000 Euro 20.000 Euro übrig. Das sind 80%. Ein ganz, ganz derbes Verlustgeschäft. Ich habe hier den Depot-Tagesauszug. Ja? Wenn ich mir das anschaue, dann sieht man da eben, dass Achim Weishaupt knapp 24.000 Euro verloren hat. Der Ingo Binz, ja, der hat etwas mehr als 16.000 Euro verloren. Und was Sie anbelangt, Sie hat es am härtesten getroffen. Sie haben knapp 40.000 Euro verloren. Das muss doch ein Wahnsinnsschock für Sie gewesen sein. Ja, natürlich. Für wen wäre denn das nicht so gewesen? Ja, nur für Sie war es ja doppelt hart. Sie waren gerade dabei, Ihren neuen Gärtnereibetrieb aufzubauen. Sie hatten auf ganz großes Eigenkapital gehofft, wollten dadurch Kredite finanzieren, die Ihnen dann es ermöglicht hätten, zwei Gewächshäuser zu kaufen, die ja notwendig waren für Ihren Gärtnereibetrieb. Und jetzt keine Kredite, keine Gewächshäuser, keine 40.000 Euro. Das ist das ganz traurige Resultat der ganzen Geschichte. Ja, da habe ich wohl eine ziemlich schlechte Karte gezogen. Aber es kam ja noch schlimmer, als Ihnen klar geworden ist, was hier abgegangen ist im Hintergrund. Ich meine, Sie dachten ja, okay, aufs falsche Pferd wurde da von Herrn Weishaupt gesetzt, wir sind alle auf die Nase gefallen. Und dann kriegen Sie plötzlich raus, dass der Herr Weishaupt durch das ständige An- und Verkaufen der Optionen, die er für die 100.000 Euro bekommen hat, letztlich noch eine richtig saftige Provision von der Bank bekommen hat. Eine Provision, die sich sage und schreibe auf 18.000 Euro beläuft. Das heißt, er hat kaum Verlust gemacht. Das ist Ihnen dann erst bewusst geworden. Ihrem Freund, dem Übeltäter sozusagen, dem ging es gar nicht so schlecht. Ja, natürlich. Wodurch haben Sie das in Erfahrung gebracht? Nach dem ganzen Desaster habe ich diese Unterlagen dieser Geschäfte eingefordert. Und da stellte sich dann heraus, dass Achims Verlust wegen dieser Provision gar nicht so hoch war, wie er vorgegeben hatte. Aber Achim Weishaupt hatte Ihnen nichts davon erzählt? Nein. Kein Sterbenswörtchen. Ja, sehen Sie mal, und das macht einen doch wütend. Ich meine, zumal Sie den größten Betrag eingezahlt haben, dann erfahren Sie von dieser großartigen Provision, wollen davon wenigstens prozentual irgendwo was abbekommen und dann weigert sich Ihr sogenannter bester, feiner Freund. Das ist doch völlig übertrieben. Ja, stimmt's denn, dass Sie von ihm die Provision gefordert haben? Ja, aber ich bin nicht durchgedreht und deshalb. Und wie hat Achim Weishaupt darauf reagiert? Naja, Achim meinte halt nur, dass er sich das Geld verdient hat und wir von Anfang an gewusst hätten, auf welches Risiko wir uns einlassen. Ich gebe zu, ich war stinkwütend. Aber ich habe ihn deshalb wirklich nicht getötet. Also, entschuldigen Sie bitte, Herr Suttner, ich sag's nur noch einmal. So gut wie 40.000 Euro, 39.643 Euro. Rund 40.000 Euro haben Sie verloren. Sie konnten alles in den Wind schießen, den Kredit, die Gewächshäuser. Und das hatten Sie Ihrem Freund zu verdanken, dem Sie blind vertraut haben. Das macht man eben so. Einem besten Freund vertraut man. Er hat Ihnen die ganze Existenz kaputt gemacht. Und dann erwarten Sie nur das Mindeste, dass er Ihnen was von der Provision abgibt. Und der beste Freund weigert sich. Da sind Sie durchgedreht. Deswegen sitzen Sie hier, weil Sie deshalb die Tat begangen haben. Nein, aber ich,
weiß, wer ihn wirklich von der Brücke geschubst hatte. Und wer soll das Ihrer Meinung nach gewesen sein? Clara Weißhaupt. Achims eigene Frau hat ihn getötet, weil dies nicht ertragen hatte, dass er sie mit dieser Wiebke betrogen und sogar ein Kind mit der gezeugt hatte. Oh, guck mal, jetzt ist sie eingeschlafen. Oh, Lilly schaut so süß aus, wenn sie schläft. Oh, danke schön, dass du auf sie aufpasst, wenn ich gleich aufsagen muss. Ach, Wiebke, das mache ich doch gerne. Da kommt's ja schon, die Mörderin. Bitte, Wiebke, wie können Sie so etwas sagen? Fred ist es gewesen. Er hat Achim umgebracht. Ich weiß genau, dass sie es waren, Clara. Ich hatte überhaupt keinen Grund, ihn umzubringen. Mein Mann wollte bei mir bleiben. Und wir wollten noch mal von vorne anfangen. Sie falsche Schlange, Sie wissen genau, dass das gelogen ist. Vielleicht sollten wir eher aufeinander zugehen, als uns ständig anzukeifen. Allein schon wegen dem Kind. Da können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Das Opfer hatte seit 2 Jahren eine Affäre mit Wiebke Müller. Und hatte sogar eine 6 Monate alte Tochter mit ihr. Achim Weißhaupt wollte seine Ehefrau für seine neue Kleinfamilie verlassen. Und genau aus diesem Grund, Herr Staatsanwalt, war es Clara Weißhaupt, die ihren Ehemann getötet hat. Ja, Herr Verteidiger, Sie haben überhaupt nicht geklärt, mit welcher Frau irgendwie Herr Weißhaupt möglicherweise zusammenleben wollte. Was aber geklärt ist, ist, dass Clara Weißhaupt ein hieb- und stichfestes Alibi hat. Also ich bezweifle, dass dieses Alibi so hieb- und stichfest ist, wie das die Frau Weißhaupt behauptet und vorgibt. Sie hat meine missliche Lage voll ausgenutzt. Sogar meinen Streit mit Achim. Sie hat alle Beweise so geschickt geleakt, dass der Verdacht auf mich fällt. Gut. Und mehr gibt es für mich nicht zu sagen. Gut, dann nehmen Sie beim Herrn Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein und wir hören uns zunächst mal die Witwe des Getöteten. Clara Weißhaupt, bitte. Frau Weißhaupt, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Nach dem, was hier schon so in die Runde geworfen wurde, belehre ich Sie auch 55 StPO, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Ja. Sie heißen Clara Weißhaupt, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Kretschtal. Sie sind verwitwet, Personalberaterin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber Achim und Fred kannten sich schon sehr lange. Daher war ich ihm auch sehr gut bekannt und naja. Seit der Finanzgeschichte ist unser Verhältnis etwas abgekühlt. Aber es konnte auch keiner wissen, dass er ihn gleich umbringt. Nein, ich wäre nie so weit gegangen, ihn umzubringen. Ach, du warst doch schon 2 Tage, bevor Achim umgebracht worden ist, bei uns auf dem Grundstück und hast rumgetobt. Und hast ihm sogar noch gedroht. Wie hat er ihm denn gedroht? Er ist total ausgeflippt. Er wollte Achim an den Kragen. Mein Mann konnte ihm gerade noch die Tür vor der Nase zuschlagen. Und dann ist er wieder ausgeflippt und auf unseren neuen Sportwagen los. Hat die Außenspiegel abgetreten. Das hat ihm aber noch nicht gereicht. Er ist noch ums Haus rumgelaufen und hat wie wild mit seinen Fäusten auf unsere Glasveranda eingeschlagen. Und du hast ihm auch angedroht, dass ihm noch was passieren würde. Das Ganze tut mir ja auch im Nachhinein leid. Aber Sie müssen verstehen, ich war wirklich außer mir. Achim, du hast ihn direkt mal von der Brücke gestoßen. Achim kauft sich lieber einen neuen Sportwagen, anstatt mir aus der Patsche zu helfen. Das ist es, was mich wahnsinnig gemacht hatte. Er wollte doch nur mit dir reden. Wessen Idee war es denn eigentlich, sich da an der Brücke zu treffen? Ja, das war halt die Idee von Achim. Achim, Ingo und Fred haben sich dort schon als Kinder getroffen und haben von der Brücke aus den Fluss beobachtet. Ich glaube, Achim wollte noch mal an der alten Freundschaft etwas arbeiten und früher war es auf jeden Fall schon ihr Treffpunkt. Die Brücke da, ja. Ich war aber an dem Tag überhaupt nicht auf der Brücke. Aber Achim Weißhaupt hat Ihnen am Tattag eine SMS geschrieben. Die habe ich irgendwo hier, Sekunde mal. Und in dieser SMS hat er Sie ja gebeten, am Nachmittag zur Brücke zu kommen. Ich lese das mal vor. Also, das wurde geschickt am 7. Februar um 12.37 Uhr vom Handy des Opfers aus verschickt. Lieber Fred, auch wenn du nur noch Hassgefühle für mich übrig hast, lass uns heute um 15.30 Uhr an unserer alten Brücke treffen. Ich muss mit dir und Ingo reden. Komm bitte unbedingt. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Gruß Achim. Richtig. Ich hatte aber keinen Bock, mich nach dem ganzen Desaster mit Achim zu unterhalten. Wo? Ich bin da nicht hin. Sie sind da nicht hin, behaupten Sie? Wo sind Sie dann gewesen zu der Uhrzeit, 15.30 Uhr? Ich bin bei mir im Wald um die Ecke spazieren gegangen. Und Zeugen dafür? Leider nicht, nein. Wo sollen Sie auch herkommen, wenn Sie auf der Brücke waren und in Wahrheit gar nicht spazieren waren, Herr Suttner? Um welche Uhrzeit hat Ihr Mann das Haus verlassen?
So gegen 15 Uhr war das. Hat er Ihnen da noch irgendwas über dieses geplante Treffen gesagt? Nein, nicht wirklich. Also ich wusste, dass er sich mit Fred und Ingo treffen wollte, aber ich habe auch nicht weiter nachgebohrt. Ich wusste doch, wie nah ihm das alles gegangen ist. Mhm. Aber ich glaube, er wollte sich halt einfach noch mal versöhnen. Das ist ihm schon nahe gegangen, ja. Ich meine, er war Finanzberater. Das muss ihm doch nahe gehen, wenn da seine Freunde Geld in den Sand setzen. Ja, er war Finanzberater, aber er war total im Stress beruflich, gerade wegen dieser Finanzkrise. Sie ist, und jetzt ihm ist es einfach über den Kopf gewachsen. Ich hab's doch vorhin schon gesagt, sie hatte selber genug Wut auf Achim. Die war es doch selber. Ach, du schämst du dich eigentlich nicht, mir jetzt noch die Tat anhängen zu wollen? Weißt du eigentlich, was das für ein Gefühl ist? An dem Nachmittag, als die Polizei bei mir vor der Tür stand und mir gesagt hat, dass mein Mann tot ist. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich schwöre bei Gott, dass ich an diesem Tag nicht mal in der Nähe der Brücke war. Jetzt hat Ingo Binz bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass er sie an der Brücke gesehen hat. Da muss er mich irgendwie mit dem Täter verwechselt haben. Wissen Sie, er muss gar nichts. Er muss überhaupt gar nichts. Die Schuhe haben wir gerade da, Herr Vorsitzender, die ganz kurz mal haben dürfte. Ja. Wissen Sie, hören Sie einfach mal kurz zu. Sie sind gesehen worden, erstens. Ja? Zweitens haben wir hier diese Schuhe mit sehr viel Dreck. Und diese Dreckpartikel, die decken sich mit dem Dreck, der auf der Brücke befindlich war. Drittens haben wir einen Jackenknopf von Ihnen auf der Brücke gefunden. Was für ein Kampf spricht. Sie waren da, Sie haben dort gekämpft, Sie waren zur Tatzeit auf der Brücke. Alles spricht dafür und da reicht es mir nicht, wenn Sie sagen, der muss sich irren, der muss da wohl lügen. Das reicht nicht. So kommen Sie nicht weiter. Und genau so ein Knopf, Dankeschön, wie an der Brücke gefunden wurde, der fehlt an Ihrer Jacke. Und dieser Knopf, der ist unweit der Stelle gefunden worden, an der eben der Herr Weishaupt da auf dem Gelände gesessen haben muss. Das muss alles von dieser Clara arrangiert worden sein. Sie war selber auf Achim stinkwütend und deshalb hat sie ihn auch umgebracht. Ach, ist doch alles totaler Quatsch. Ich und Achim, wir hatten uns ausgesöhnt, ja? Und wie hätte ich das denn um Himmels Willen alles arrangieren sollen? Wie hätte ich an den Jackenknopf kommen können? Naja. Wie hätte ich an die Schuhe kommen können? Den Knopf können Sie doch zum Beispiel gefunden haben, als mein Mandant auf dem Grundstück war und diesen Streit vom Zaun gebrochen hatte. Ja. Nein, so ist es aber nicht. Wir hatten uns ausgesöhnt. Und außerdem hatte ich ein Alibi. Ich war den ganzen Tag zu Hause und habe Homeoffice gemacht. Und ich hatte ein Kundengespräch mit Herrn Sturm. Und das hat er Ihnen ja wohl auch bestätigt. Ach, den Typen hat sie doch bestimmt geschmiert. Frau Weishaupt, ich glaube, Sie sind nicht so unschuldig, wie Sie hier so tun. Sie waren doch vor dem Tod Ihres Mannes nicht gerade besonders gut, auf ihn zu sprechen. Sie haben doch nur einen Monat vor seinem Tod erfahren, dass er Sie jahrelang betrogen hatte. Stimmt das so, Frau Weishaupt? Ja, das gebe ich auch zu. Achim und ich hatten eine schwere Zeit. Und ich war am Boden zerstört, als ich das alles erfahren habe. Aber das Ganze hatte auch etwas Positives. Achim und ich, wir wussten auf einmal wieder, dass wir uns immer noch sehr lieben. Und Achim konnte sich nicht vorstellen, mit dieser Wiebke und dem Kind zusammenzuleben. Das war einfach nicht seine Welt. Er wollte neu anfangen, mit mir. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Du hast ihn dafür gehasst! Vor allem, weil er ein Kind mit dieser anderen Frau hat. Ein Kind, das er mit Ihnen nicht wollte. Das habe ich mir ja schon gedacht, dass Sie jetzt mit der Nummer kommen. Aber Achim wollte kein Kind. Und auch nicht mit dieser Wiebke. Die hat ihm das einfach angehängt. Na gut, die haben sich auch ausgesöhnt mit ihm. Und er hat ihnen ja auch immerhin alles dann erzählt gehabt, sozusagen. Ja, natürlich. Ja? Jetzt hat die Wiebke Möller bei der Polizei ausgesagt, dass ihr Mann zu ihr und dem Kind ziehen wollte und mit ihnen Schluss machen wollte, sich von ihnen trennen wollte. Das ist totaler Quatsch. Achim wollte bei mir bleiben. Und ja, mit dem Kind. Ich meine, Achim hat das schnell durchschaut, dass diese Wiebke einfach nicht die Richtige für ihn ist. Er wollte bei mir bleiben, mit mir neu anfangen. Und das hat er mir auch mehrmals gesagt. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Ist es nicht so, dass Sie sehr darunter gelitten haben, dass Ihr Mann keine Kinder wollte? Das muss doch sehr schwer sein für eine Frau, die einen Mann mit einer solchen Einstellung trotzdem liebt und trotzdem mit ihm zusammenbleiben möchte. Schauen Sie mal, und dann erfahren Sie plötzlich, dass Sie ganze 2 Jahre, eine wirklich lange Zeit schon, von Ihrem Mann betrogen worden sind mit einer anderen Frau. Und nicht nur das, Sie erfahren dann auch noch, dass diese andere Frau ein Kind von Ihrem Ehemann bekommen hat. Ein Kind, das er Ihnen ja schon immer verweigert hatte. Das muss Sie doch zutiefst erschüttert haben. Ganz ehrlich, Frau Weishaupt,
Ich gehe davon aus, dass Sie an diesem 7. Februar Ihrem Mann auf die Brücke gefolgt sind. Nein, und dass das Sie ihn dann im nicht. Streit von der Brücke geworfen haben. Nein, das habe ich auch nicht getan. Ich bin unschuldig. Ich habe ein Alibi. Wir werden das überprüfen. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Die Zeugin ist Sophie Suttner, bitte schön. Danke. Sie bleiben unvereidigt. Danke, dürfen hinten Platz nehmen. Frau Suttner, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren, dass Sie natürlich als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Sophie Suttner, 30 Jahre alt, Sie wohnen in Kretschtal, sind verheiratet mit dem Angeklagten, Sie leben allerdings getrennt, soweit ich das sehe. Sie sind Floristin und eben als Ehefrau haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen ja gar nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich möchte auch. Gut. Wir sind heute hier, das wissen Sie natürlich, weil Ihr Mann vorgeworfen wird, er soll den Achim Weishaupt getötet haben, indem er ihn von der Brücke gestoßen hat. Ihr Mann soll das getan haben, weil der Herr Weishaupt sich mit Geld Ihres Mannes verspekuliert hat und weil er sich da betrogen fühlte, als er mitbekommen hat, dass der Herr Weishaupt an dem ganzen Deal auch noch richtig Geld verdient hat. Ja, das ist wahr. Und auch als noch Ehefrau werden Sie ja dieses finanzielle Desaster Ihres Mannes mitbekommen haben, oder? Natürlich. Fred hat mit diesem angeblich guten Geschäft seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt und hat natürlich verloren. Die Sache mit dem Gärtnereibetrieb, die war dann gegessen, genau wie unsere Ehe. Also heißt, getrennt haben Sie sich erst nach diesem großen finanziellen Verlust, richtig? Ja, weil wir hatten uns ständig nur noch wegen Geld in der Wolle gehabt. Nee. Dabei hatte ich Fred von Anfang an gesagt, das ist ein windiges Geschäft, er soll die Finger davon lassen. Aber nein, bei Fred, da habe ich gegen eine Wand geredet. Fred ist ein Träumer. Das mit uns, das konnte einfach nicht gut gehen. Ja, schließlich bin ich ausgezogen, weil das katapultiert einfach jede Liebe ins Aus. Ja. Frau Suttner, sollen Sie an dem Nachmittag des 7. Februar 2009 Ihrem Mann begegnet sein? Ja, das ist richtig. Ich war in unserer ehemaligen gemeinsamen Wohnung und wollte noch ein bisschen meinen Kram zusammenpacken und plötzlich stand Fred in der Tür. Wann war denn das? Gegen 16 Uhr war das. Also kurz nach der Tat. Welchen Eindruck hatten Sie denn bei dieser Begegnung? Ich meine, Sie kennen Ihren Mann doch sehr, sehr gut. Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen? Ja, schon. Also er war schon ziemlich, stand unter Strom, war völlig durch den Wind. Ich habe mich sogar erschrocken vor ihm. Er war ganz blass und ganz fahl, sah aus wie ein Geist. Er hatte gerade seinen ehemals besten Freund in den Tod gestoßen. Das nimmt auch einen Menschen, der etwas unmenschlich rüberkommen mag, letztlich mit. Ne? Und wird nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Herr Suttner, oder? Sophie, du kennst mich doch besser als alle anderen hier. Dir muss doch klar sein, dass ich niemals in der Lage wäre, jemanden umzubringen. Ach, Fred. Der Mann, den ich geheiratet habe, der nicht. Aber du hast dich verändert in letzter Zeit. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das denn angehen? Wie kannst du mir sowas zutrauen, dass ich Achim getötet habe? Fred, ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben kann. Es tut mir leid, aber ich würde für dich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen. Kurzum, Sie trauen Ihrem Mann die Tat durchaus zu. Ja, er stand einfach damals so unter Strom. Also, ich denke schon. Also ich würde zumindest ihm zutrauen, dass er für einen kleinen Moment die Kontrolle verloren hat. Sophie! Ach Fred, jetzt komm doch schon. Du warst teilweise unberechenbar geworden. Ich gebe ihr zu, dass ich total auf dem Zahnfleisch rumgekrochen bin. Aber ich meine, das ist ja auch kein Wunder. Was meinen Sie denn damit, dass Ihr Mann unberechenbar geworden war? Ach, seit diesem finanziellen Fiasko ist er ganz ausfallend geworden. Er hat sogar mit Sachen nach mir geworfen. Das ganze Porzellan ist dabei zu Bruch gegangen. Ich hatte richtig Angst da vor ihm gehabt. Ja, da haben wir es doch schon wieder. So ging es mir nämlich auch, als er auf unseren Sportwagen los ist. Es tut mir leid, Sophie, aber ich hätte dir doch nie was angetan. Fred, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich habe dich gewarnt vor diesem windigen Geschäft. Ich habe gesagt, das ist eine Schnapsidee. Und dann hast du mich mit einem derart hasserfüllten Blick angesehen. Ich kenne mich ja heute auch noch dafür ohrfeigen, dass ich nicht auf dich gehört habe. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich kann nicht damit leben, dass du mir sowas zutraust. Sophie! Ja. Ich habe noch eine Frage, Frau Suttner, und zwar zu dieser Jacke Ihres Mannes. Die Jacke kennen Sie, oder? Ja. Können Sie uns vielleicht sagen, seit wann oder ab wann dieser Knopf hier gefehlt hat? Oder andersrum, können Sie noch irgendwie einen Zeitpunkt benennen, zu dem dieser Knopf noch dran war? Also ich weiß nur, als ich dann damals an dem 7. Februar in der Wohnung war, hatte Fred die Jacke auf jeden Fall an. Und der Knopf hat auf jeden Fall gefehlt. Aber wann der verloren gegangen ist, ich habe ihn ja lange vorher nicht mehr gesehen. Ja. Gut, dann herzlichen Dank. Oder hat noch jemand Fragen? Keine Fragen. Dann dürfen Sie hinten auf der Bank Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön. Der Zeuge Ingo Binz, bitte.